Alles okay, Brüderchen? Bist du bereit für dein erstes Praktikum? Ja, aber bin etwas nervös. Weißt du, der erste Tag ist immer etwas Besonderes. Sag Anna, wie sind die dort bei der VBV-Vorsorgekasse? Wie ist es eigentlich bei dir in der Arbeit? Du, ich fühle mich sehr wohl. Die VBV ist die größte Vorsorgekasse Österreichs. Wir arbeiten für fast ein Drittel aller österreichischen ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen. Angestellt sowie selbstständig. Meine KollegInnen sind zwar deshalb sehr gefragt, doch die Atmosphäre ist gut. Wir sind ein Team, offen und wertschätzend. Uns ist das Service für unsere KundInnen und die Qualität, wie wir sie betreuen, besonders wichtig. Da arbeiten wir dran, dass das immer super ist. Weißt du, die meisten haben Fragen zu ihrer Abfertigung, also das Geld, das die Firmen für sie bei uns einzahlen. Und die Unternehmen oft zum Thema Veranlagung. Bei der VBV haben wir uns entschieden, das Geld nachhaltig und sicher zu investieren. Für die Zukunft. Alles muss ethisch, ökonomisch, ökologisch und sozial geprüft sein. Du kennst sie aber gut aus. Naja, mache ich ja täglich. Mit unserer Arbeit tragen wir aktiv zur Lebensqualität der Menschen bei. Die Unternehmen zahlen für ihre Arbeitnehmenden ein, oder? Also wird für den Anstreicher oder die Bäckerin auch eingezahlt? Ja, für alle. Egal in welchem Bundesland und egal in welchem Beruf. Auch für die Bäckerin und den Plakateur. Auch für den Straßenbahnfahrer da. Spätestens bei Pensionsantritt bekommt er dann seine Abfertigung. Wirst schon sehen, jetzt wo du dein erstes Praktikum machst, wirst du auch bald von der VBV-Vorsorgekasse eine Nachricht bekommen. Ich freue mich schon drauf.